Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Tag, meine schönen Spritzer. Corona ist hier am Start und ja, Mates, mich freut es extrem. Wir haben einen neuen Deal gekriegt, $3,200 auf Keydrop. Werden wir heute auch alles ausgeben. Ihr kennt das Spielchen, wir geben alles aus, verkaufen es wieder, geben alles aus, verkaufen es wieder und so weiter. Für diejenigen, die noch kein Video gesehen haben, ich kriege natürlich keine $3,200 für ein Video, sondern $200 pro Video. Und der ganze Deal jetzt hier für den Monat oder eineinhalb oder so, wie ich mich kenne, wahrscheinlich zwei, sind 16 Videos. Also haben wir $3,200 zur Verfügung für 16 Videos. Ich weiß, andere YouTuber haben teilweise sogar bis zu 1000 oder mehr als 1000, die sie noch kriegen pro Video. Ist natürlich heftig, für uns sind aber 1000 unglaublich viel, ne? Wie gesagt, $1,000 sind 5 Videos. Will ich mich aber auch nicht beschweren. Das ist immer noch ein Haufen Cash, was man da kriegt, ne? Vor allem, wenn die Aufrufe nicht mehr so prall sind wie früher und so weiter und so weiter. Naja, wie dem auch sei. Gambling ist natürlich ab 18. Nur wie Kohle, die ihr übrig habt, wisst ihr Bescheid. Auch wenn wir jetzt weniger Aufrufe haben, finde ich die Community immer noch absolut geil. Vor allem haben wir immer relativ viele Kommentare. Das freut mich auch extrem. Ich lese sie immer durch und ich werde mich jetzt auch bemühen, mal mehr zu beantworten. Ich habe es die letzten Videos schon gemacht. Feiere ich aber. Gerade aus im Vergleich so zu anderen YouTubern haben wir echt eine stramme Community. Oder halt aktive Leute noch, ne? Die nicht so faul sind, mal kurz den Spengel aus der Hand zu legen, um ein bisschen in die Tastatur zu klimpern. Naja, wie auch immer. Freut mich auf jeden Fall. Wollte ich einfach mal Danke sagen. Und ja, wir haben jetzt $3,200. Wie sollte es anders sein? Wir müssen natürlich dicke Kisten damit aufmachen, ne? Wir könnten natürlich auch probieren, hier mal ein paar von diesen Event-Sachen wieder zu sammeln. Da kann man halt wieder aufkratzen und so, ne? Aber irgendwie, ich bin nicht so der Fan von Event-Cases. Weiß auch nicht. Manchmal geht gut rein, aber meistens halt auch nicht. Wir können auch mal die Goblin Case durchnehmen. Boah, ich weiß es nicht. Und dann haben wir halt so viele kleine Skins, das ist halt auch nicht so nice, ne? Wäre mal cool, wenn es eine neue Kiste gibt, die so teuer wäre. Cobra Case hat auch schon mal richtig gut gegeben. So, wir hatten eine kurze Unterbrechung. Die kleine Maus kam nach Hause und wollte erstmal ein bisschen Affe gucken. Es gibt auf YouTube so Coco den Affen. Und ich glaube, ich kenne jetzt inzwischen die Hälfte aller Folgen. Und sie darf immer nur 10 Minuten am Tag gucken, ne? Also nicht mehr auf jeden Fall. So, jetzt würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall mal eigentlich die Westkiste, oder? Also zu Ehren. Zu Ehren, weil wir da letztes Mal zwei Medusen rausgezogen haben. Wäre natürlich eine knackige Sache, aber kommen wir mal an die teuren Kisten auf jeden Fall mal alle einmal durch. Wenn wir sogar zweimal durchmachen, oder war das mal? Dann haben wir einen Tausender auf jeden Fall mit der... Kacke, zwei runtergescrollt. Haben wir auf jeden Fall einen Tausender, 1600. 2400, 2700, 3150, ja doch, bis auf die Serpent. Okay, wir können alle zweimal aufmachen. Machen wir jetzt auf jeden Fall auch. Auch im Doppelpack habe ich auch noch nie gemacht. Eine fucking Lore-Kiste im Doppelpack. Ganz, ganz heftige Nummer. Wir könnten natürlich auch Case Battle machen wir das nächste Mal. Okay, 3, 2, 1, Tausender. Dieser Roll ist einfach ein fucking Tausender. Oh, bitte. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Das sieht doch... 100er plus. Lecker. Absolut lecker. Nice. So kann es auf jeden Fall losgehen. War jetzt kein Riesenbanger-Pull, aber ein 100er plus bei so einer Kiste ist auf jeden Fall schon mal Gold wert, ne? Weil wir hätten ja auch irgendeine Kacke ziehen können. Oh, Kacke, wir hätten eigentlich andersrum anfangen sollen, ne? Von günstig nach teuer für die Spannungskurve. Naja, jetzt haben wir schon reingeschissen. $800. Fast genauso heftig. Und ich hoffe nicht, dass wir hier zweimal einen $100-Skin ziehen oder so. Wäre natürlich katastrophal. Sieht aber nicht so aus. Oh, besser als die andere. Besser als die andere von Profit. Holy shit, so kann es weitergehen. Heftig, 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 Alter. Wir sind schon $300 im Profit. Ist natürlich auch wichtig für die Zukunftsvideos, ne? Es kann natürlich jedes Video sein, so wie beim letzten Mal. Da haben wir ja auch zwei Medusen gezogen, aber danach ging es relativ steil bergab, ne? Kann hier natürlich immer noch passieren, deswegen jeder Dollar, den wir hier nicht verlieren, ist wichtig. Weil, wie gesagt, wir müssen 16 Videos machen, ne? So, Weißkiste geht auf, $600. Komm, jetzt mal ein richtiger Banger, Paul. Ein richtiger Banger. Oh Gott, das ist gut, oder? Oh, nee, das ist nicht gut. Lul. Ich bin schon abgegangen. Ja, moin. Das war eher not so nice. $600 ausgegeben. Und zack, sind schon wieder $200 weg, ne? So schnell kann es halt eben gehen. Das ist immer das Ding. So, die Arrow-Kiste machen wir auch zweimal auf. Komm bitte. Wir haben $200 gerade verloren.
Wir müssen jetzt die $200 wieder reinholen. Oh, Katastrophe. Katastrophe. Oh, jetzt sind wir overall sogar schon im Minus. Alter, das ist halt echt not so nice. Komm, bitte, Westkiste. Nicht lang schnacken, wie du so in meinen Nacken. Oh mein Gott, die ist doch krank, oder? Holy shit! Das ist der krasseste Win ever. Holy shit! Ich dachte schon, ich so, oh nee, Digi. Weil die sieht immer so günstig aus irgendwie. Ich feiere den Skill 0. Aber wisst ihr, was ich feiere? Das feiere ich. 5300 Tacken. Holy shit. Mit was für einer Prozentschance? Die Westkiste 0,07. Die sind hier absolut Platz 1. Hier hat einer 23 Stunden 2000 gezogen. Medusa. Dann hier die hier vorgestern. Wir sind hier für immer auf Platz 1. Ist das crazy. Holy shit, das ist der beste Pull ever. Und neulich hat einer in den Kommentaren noch geschrieben, was ist das meiste, was du jemals gewonnen hast? Und ich wusste es nicht. Jetzt weiß ich es definitiv. Ganz, ganz crazy. Ja, ich würde sagen, das läuft. $1,300. 5000 Bates. Das ist einfach zu geisteskrank. Ich weiß, ich habe gesagt, wir werden alles verkaufen, nachdem wir alles aufgemacht haben. Aber ich habe geschwindelt. Wir werden nicht alles verkaufen. Alter, die ist sogar Wellborn und nicht mal FL oder so. Ganz, ganz verrückt. So, wir werden nicht alles verkaufen. Wir können, ja gut, wenn ich jetzt nach 10 Videos wirklich nur noch $50 hätte zum Aufmachen, dann würde ich sie nochmal verkaufen, aber ansonsten können wir eigentlich nicht mehr Minus machen. Hier, komm, clever. Abfahrt, rein da. Oh ja, komm, hätten wir jetzt auch gerade genommen. Der Skin, der ist, glaube ich, relativ gut sogar. Ich meine, ich habe keine Ahnung von Preisen. Bin ich eigentlich komplett. Upgrader. So. Ah, die wollte ich jetzt gerade upgraden zu der Hold. Aber leider geht es nicht, Freunde. Ansonsten hätte ich natürlich gemacht. Ansonsten wäre $5,300 Upgrade. Aber es geht leider nicht. Ich schreibe es wahrscheinlich in Titel $5,300 Upgrade. Aber es ging leider nicht. Kapi hätte ich natürlich eh nicht gemacht. Aber geisteskrank. Wirklich, wirklich geisteskrank. So, jetzt sind wir ungefähr bei 7.000, oder? 8.500. Wenn wir das jetzt abgezogen, wären wir bei 3.100. Hätten wir sogar ein 100er Minus gemacht ohne diesen Skin. Aber Minus gibt es auf jeden Fall nicht mehr. In diesem Sinne können wir eigentlich gerade alles verkaufen. Ah ne, das ist wieder ein Giveaway-Skin. Hier gibt es ja wieder ein Giveaway, ne? In Kommentare schreiben und euren Giveaway-Skin und euren Trade-Link ins Profil packen. So, Rest haben verkauft. Das heißt, nächstes Mal gibt es einen $1,000 Case Opening. Wir haben $5,000 in der Bank. In diesem Sinne, haut rein. Bis bald, ciao.